Willkommen zu einem neuen Wochenvlog, liebe Freunde. Ich bin gerade bei Ilona, bei meiner Schwester. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, schaut gerne den letzten Vlog. Meine Schwester wurde letzte Woche operiert. Und solange sie im Krankenhaus lag, habe ich auf ihre Katze aufgepasst. Wo ist sie? Mausi, wo bist du? Ach, da. Die versteckt sich. Mausi! Hi, Mausi! Was ist los, Mausi-Baby? Mausi. Ich vergesse die ganze Zeit zu vloggen. Oh. Leute, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gevloggt habe, aber ich zeige euch jetzt unser Essen, weil es einfach geil aussieht. Und Ilona meinte, Essen kann man immer posten. Ja, wirklich. Essen kann man jeden Tag posten. Und wenn ich frage, oh, die haben nur eine Sojasauce gegeben. Wenn, was ich mehr posten soll. Egal, du hast Sojasauce auch, oder? Ja. Hi. Dann sagen die immer, mehr Essen. Hi. 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 Okay, okay. Ich stelle euch mal vor. Sojasauce. Schönes Setup hier machen. Willst du mir eine Tour geben von dem Essen? Nein. Nein? Ilona said einfach nein. Also wir haben frittiert, Veggie. Dann haben wir hier mit... Ist das dieses Spicy Pilz? Nein, ich glaube, das ist... Nee, das ist auch mit irgendwas frittiert. Mit Zucchini. Wie lecker sieht das aus? Wir haben Zucchini und hier haben wir dann alle Inside-Out-Rolls. Oh mein Gott, guck mal, mit Walnuss oben drauf. Ja, das ist meins mit Walnuss. Dann haben Laura und ich beide sowas mit Avocado-Topping. Oh mein Gott. Ich weiß nicht mehr genau, was meins war. Es sieht so lecker hab aus. Ich, ich weiß auch nicht mehr, was ich bestellt habe. Ja, naja, erstmal Edamame snacken. Und mein Bekami-Salat ist auch da. Hier, das ist bei sich Lausers. Möchtest du Edamame? Maus, ich glaube, das schmeckt dir nicht. Haben wir jetzt Stäbchen. Mausi. Mir ist so warm. Es ist so heiß draußen, Leute. Same. So Leute, hier sind wir wieder. Ich weiß, ich habe die ganze Zeit keinen Akku, aber ich weiß nicht, was los ist, weil irgendwie musste ich schon voll oft jetzt meinen Akku wechseln, aber ich block gar nicht so viel. Deswegen ist es ein bisschen confusing. Vielleicht sind deine Akkus kaputt. Aber beide? Ja. So, Ilona macht ein schönes Bild. Ich habe die ganze Zeit so eine Edamame in der Hand. Maus, willst du nochmal dran schnuppern? Ich glaube, du magst das immer noch nicht. Sorry, Leute, ich hab Schluck auf. Ist in Ordnung. Ja, ich werde markiert, dann kann ich einfach reposten. Ich liebe das, wenn meine Story so zur Hälfte einfach aus anderen Stories besteht. Immer wenn ich mit Freunden irgendwas mache. Schlau. Können wir irgendwie den Tisch näher ranschieben oder so? Okay. Das. Oder sollen wir einfach den Teppich näher ranschieben? Nee. Teppich bleibt, wo er ist. Dann bleibt alles so, wie es ist. Hast du dein Getränk? Ja, ist neben mir. Ich habe mir eine Mate gekauft. Kannst du mir so einen Deckel geben oder so, damit ich... Warte, schmeckt nicht. Ja, ich stand an der Kasse und dann die Jugendlichen hinter mir so, warum trinkt man Club Mate? Aber Club Mate Ginger schmeckt. Und dann war ich so, es gibt kein Club Mate Ginger. Hast du gesagt? Nee. Ich habe so auf meine Mate geguckt, ich so. Ich verstehe gar nicht, warum das so ist. Aber ich denke mir so, ich bin 23, aber ich habe irgendwie Angst vor Teenies. Ich auch irgendwie immer. Ich denke immer, dass die denken, dass ich hässlich bin. Ja, ja nicht mal das, aber einfach so eine Gruppe an Teenies. Das ist so wie in der Schule früher, wenn man an den Älteren vorbeigegangen ist. Aber ich gehe an den Jüngeren vorbei. Soße? Ja, aber einen anderen Deckel, please. Du bist so nervig manchmal. Oder stell halt einfach in die Mitte mit der Sojasauce. Nee. Geil, ich krieg den großen Deckel. Danke, ja. Queen. Zu viel bestellt, passt nicht auf den Tisch. Ich zeig euch das jetzt auch nochmal hier. Hier ist meine Sojasauce. Mh, guck mal, wird gespiegelt. Haha. Wie geil, es sieht so lecker aus. Okay Leute, ich nerv euch jetzt nicht weiter. Tschüss. So meine lieben Freunde, ich bin wieder back home. Bei meinen Eltern. Ich bin jetzt nochmal ein paar Tage hier. Back at Justin und so weiter. Naja, auf jeden Fall habe ich mir erstmal überlegt, ein Workout zu machen. Deswegen bin ich ja auch schon in Sport-BH, Workout-Gear. Es geht los. Ich zeige euch mal eben kurz, was ich mir vorgenommen habe. Ich weiß noch nicht, ob ich das alles mache. Aber als erstes haben wir hier das 12-Minute Happy Sweat Workout. Das ist mein Lieblingsworkout von Pamela. Dann mache ich 15 Minuten Dance Party mit Matt Fit. Dann mache ich 15 Minuten Dance Party mit Matt Fit und One Direction. Und dann mache ich 10-Minute Booty Burn. Ja, das habe ich mir vorgenommen. We will see. Ich finde es immer komisch, mich beim Sport zu filmen, aber vielleicht mache ich so ein, zwei Szenen rein. Wollt ihr das unbedingt sehen? I think nobody cares, oder? So, ich habe alle Workouts geschafft, die ich schaffen wollte. Ich habe diese 4 Videos gemacht.
Und habe mich danach noch ein bisschen gestretched. Dann hatte ich gerade Frühstück gegessen. Ich habe mir so Eiweißbrote von Aldi gemacht, aber ganz ehrlich, it doesn't taste good at all. Und dann hatte ich so einen Hummus, der auch nicht so geil war. Ja, irgendwie ein enttäuschendes Frühstück. Aber, liebe Leute, ich muss mal kurz mein Handy laden. Weil mein Akku einfach am Arsch ist. Also ich habe ein iPhone 7 jetzt seit 3 Jahren oder so. Dieser Akku, ne? Ich mache einfach gar nichts und der Akku geht von alleine einfach weg. Naja, ich muss es irgendwie dauerhaft an der Ladestation haben. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte ist, liebe Leute, ich werde meine Haare färben. Ich habe meine Mama gefragt, ob wir noch irgendeine Haarfarbe zu Hause haben. Und dann meinte sie, guck mal Laura, wir haben noch die hier. Color Me. In mittleres Schwarzbraun. Eigentlich wollte ich nicht so dunkel gehen. Aber dann werde ich das jetzt halt machen, weil ich habe ja irgendwann in Quarantänezeit entschieden, meine Haare heller zu machen. Und ich fand das auch eigentlich so ganz cool, so die Zeit. Ihr seht hier unten, die sind halt so ein bisschen heller. Die sind jetzt nicht blond oder so, aber auf jeden Fall ein Stück heller als meine Naturfarbe, wie man sehen kann. Aber ich habe satt. Ich will das hier unten gar nicht mehr sehen. Die sind auch so ein bisschen so crunchy. Ich habe wieder Lust auf meine Naturhaare. Beziehungsweise jetzt wird es halt ein bisschen dunkler, aber das ist nicht schlimm. Es wird dann halt auch wieder rauswachsen. Ich hatte halt irgendwie immer im Kopf so, vielleicht mache ich nochmal blond. Und dann dachte ich so, das ist so der erste Schritt. Und dann mache ich vielleicht alles blond. Aber nee, I'm done. I'm done mit hellen Haaren. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich will auch dieses, ich hatte hier ja auch vorne so helle Strähnen. Nee, ich will es nicht mehr. Ich will es nicht mehr sehen. Ich möchte wieder dunkle Haare. Das bin irgendwie mehr ich, glaube ich. Ich möchte einfach wieder eine Farbe haben. Haben wir hier schon unser Tuch geschnappt, womit wir immer unsere Haare färben. Ist es überhaupt das? Da sind irgendwie zu wenige Haarfärbeflecken drauf. Vielleicht hatten wir noch ein anderes. Ab ins Bad. Ich freue mich so drauf, meine Haare zu färben. I cannot. Ich will das wirklich einfach nicht mehr sehen. Diese hellen Haare. Nee. Ich habe es gefühlt für so einen Moment, aber it's over. It's over, people. Noch kurz ein bisschen Wasser trinken. Stay hydrated, kids, ne? Jetzt geht's ab ins Bad. Ich habe keine Ahnung, ob diese Haarfarbe gut, empfehlenswert, irgendwas ist. Wie gesagt, ich habe meine Mama gefragt, ich so, haben wir zufällig noch Haarfarbe? Weil meine Schwestern und ich, wir haben halt schon mehrmals so hin und her gefärbt, immer irgendwelche Haarfarben gekauft. Lucky me. Ah, ne, snitch on a daddy. So, mache ich halt. Okay, das ist aber zu hoch. Stufe dazwischen. Ich glaube, ich ziehe mir kurz ein Shirt an, das wäre irgendwie ein bisschen zu naked. So, liebe Leute, okay. Wenn ihr euch die Haare färbt mit einer Farbe, die auch eure Kopfhaut abfärben wird, also irgendwas wie dunkelbraun, ne, generell braun, schwarz, rot, I don't know, packt immer Vaseline auf euer Gesicht. Vor allem hier so an die Ränder. Könnt ihr ruhig eine ordentliche Portion drauf schmieren. Eure Kopfhaut nicht komplett eingefärbt wird. So, jetzt habe ich das unter dem Nagel. Seht ihr? Das muss alles eingeschmiert werden. Und nicht zu vergessen, euer Ohr am besten einmal komplett damit einschmieren. Nacken genauso. Ich schmier generell ein bisschen was aufs Gesicht. Einfach als Schutzschicht. Aber hier so an den Rändern halt ein bisschen mehr. So, ich glaube, es sollte reichen. Was ein ekliges Gefühl. Ew. Guck mal, voll komisch irgendwie. Das ist so eine Flasche. Machst du jetzt erstmal den Deckel auf. Das ist Farbkonzentrat. Und dann steckst du das da einfach rein. Schraubst es zu. Ging ja flott. So, direkt abbrechen. Ach scheiße, jetzt habe ich mir direkt was dran geschmiert. Ach Leute, Leute. Direkt mal Handschuhe dran. Ich liebe das, wenn die schwarze Handschuhe mitliefern. Das sieht einfach edler aus als diese durchsichtigen. Automatisch fühle ich mich edel. Das sieht aber auch, naja, egal. So, machen wir mal die Haare auf, richtig. Ein bisschen Thumbnail. Diesmal mache ich wieder meine Haare aufs Thumbnail. Es zieht halt immer.
Okay, ich mache mir jetzt ein YouTube-Video an und dann färbe ich meine Haare. Let's go, let's go. Haarfarbe in den Haaren. Sorry, es ist ein bisschen laut, meine Oma hört etwas laut Fernsehen, aber Leute, ich habe so eine tolle Nachricht für euch. Vegane Mühlen Cordon Bleu. Das war die ganze Zeit Veggie, jetzt haben die es vegan gemacht. Ich sehe zu schlimm aus, sonst würde ich das aufs Thumbnail packen. Aber ich habe komplett... Jeden Fall, liebe Leute, wird das jetzt erstmal probiert. Ich brate mir hier gerade eins an. Hier ist das fertige Cordon Bleu. Ich schneide es mal auf, weil ich möchte es voll gerne in der Mitte sehen. Seht ihr, da kommt schon der Käse raus und ein Schinkenstück. Okay, I'm impressed. Ich bin jetzt schon impressed. Ich muss gleich unbedingt meine Haarfarbe rauswaschen. Ich glaube, die wird viel zu dunkel. Naja. Leute, this shit slaps. Oh mein Gott. Ich habe früher voll gerne Cordon Bleu gegessen. Es war so mit Chicken Nuggets und Fischstäbchen mein Lieblingsessen. Wow, und das ist einfach vegan. Ich spreche eine Empfehlung dafür aus. Top. Jetzt muss ich gleich unbedingt duschen. Ich dachte, ich schminke mich mal einfach, damit ich den Effekt besser sehe. Aber mein Make-up ist einfach so hässlich heute geworden. But we're back at it, Leute. Eigentlich wollte ich ja dunkelbraun gehen. Nicht dunkler, aber es ist halt jetzt einfach schwarz geworden. Also wie ihr seht, ist ein ganz... Ich zeige es euch mal eben in der Sonne. Ich glaube, hier sieht man es am besten. Oh, ich bin so froh, dass sie wieder dunkel sind. Es war eine coole Zeit mit diesem helleren unten, aber I'm back, Leute. Okay, ich geselle mich mal zu meinen Eltern. Tschüss. Leute, es ist mir eine dumme Sache passiert. Und zwar, ich habe alles eigentlich mitgenommen, was ich mit zu Ilona gebracht habe. Außer eine einzige Sache. Und zwar den Kamera-Akku, den zweiten, den ich habe. Und das Akkuladegerät. Es liegt bei Ilona. Und Ilona hat natürlich jetzt erstmal ein verbundenes Bein. Kann jetzt nicht so easy mal eben zur Post laufen und mir das herschicken. Vor allem bin ich jetzt sowieso erstmal noch unterwegs. Naja, ich hoffe, dass es ein Weilchen hält, aber ich denke, wenn er leer ist, ist er leer. Naja, ich setze mich mal eben an ein Shirt. So. So, Leute. Leute, wir sind wieder back in Berlin. What's good? What's poppin'? What's crack-a-lackin'? Ich habe mich einfach die ganze Zeit nicht bei euch gemeldet, weil ich keinen Akku hatte. Weil ich den bei Ilona liegen lassen habe. Und ich konnte halt nichts filmen. But Luisa hat mich gerettet. Luisa hat mir das Akkuladegerät gebracht und jetzt ist der Vlog wieder da, Leute. Der Vlog ist wieder am Start, am Stissel. Leute, wir sind wieder am Vloggen. Oh mein Gott, das sieht nicht so gut aus. Warum sah die Vogelperspektive sonst cool? Achso, ich muss so gucken. Wenn ich so mache, ist es ein bisschen zu faltig. Okay, Luisa und ich gehen jetzt gleich was essen. Because we're hungry. Halt die ganze Zeit unscharf. Naja, für den Vibe. Das ist einfach noch für den Vibe. Vibes.